Der beste Chor im Westen, heute steigt das große Finale. Bereits zum zweiten Mal sucht das WDR-Fernsehen den besten Chor Nordrhein-Westfalens. Die ungewöhnliche Castingshow war bislang ein voller Erfolg. Von Teleschau, der Mediendienst. Marco Schrill moderiert den Gesangswettbewerb Der beste Chor im Westen. Foto, WDR Melanie Grande. Mehr als 700 Sängerinnen und Sänger, dazu ausverkaufte Hallen, die Vorentscheide zum Wettbewerb Der beste Chor im Westen waren ein durchschlagender Erfolg. Am Freitagabend, 15. Dezember, zeigt das WDR-Fernsehen schließlich das große Finale, bei dem 5 Chöre aus ganz Nordrhein-Westfalen gegeneinander antreten. Übertragen wird live ab 20.15 Uhr aus Köln. Ich mag Live-Situationen im Fernsehen und im Radio. Was passiert, passiert gerade, und der Live-Moment gibt jeder Fernsehsituation einen besonderen Kick, sagt Marco Schrill, der die Show moderiert. Ich freue mich auf die vielen jungen Menschen, die auf die Bühne kommen werden, um dem Westen zu zeigen, was sie gern tun, singen. Auf den Gewinnerchor wartet nicht nur ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, sondern auch ein Auftritt in der Kölner Philharmonie beim Mitsingkonzert des WDR-Rundfunkchors am Freitag, 22. Dezember. Wer sich über den Titel als bester Chor im Westen freuen darf, bestimmt das Publikum, nachdem zuvor Giovanni Zarella, Nathalie Holle, Jane Comerford und Rolf Schmitz-Malbrock in den Vorrunden die Jury bildeten. Insgesamt 5 Chöre haben sich für das Finale qualifiziert. Otto, WDR Melanie Grande die Jury, Nathalie Holle, Giovanni Zarella, Jane Comerford und Rolf Schmitz-Malbrock, von links. Im Finale aber hat das Publikum das letzte Wort. Foto, WDR Melanie Grande.